Shalom, Shalom. Ja, wir sind wieder hier in unserem wunderbaren Hotelgarten in Uganda vom African Village. Einige von euch kennen diese Gärten schon. Und heute bringe ich eine Botschaft, die sehr, sehr wichtig ist. Und da möchte ich dazu sagen, der Pastor Daniel Exler, einer der treuesten Verwalter, den ich je getroffen habe, auf allen Ebenen seines Lebens. Und der hat ein Buch geschrieben, Biblischer Umgang mit Geld. Ein Leben in treuer Verwalterschaft. Wir wollten so gerne, und wir werden es auch noch machen, viele YouTubes machen zu diesem Thema. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und so viele Menschen sind wirklich, haben die falsche Beziehung zum Geld, wisst ihr. Für mich ist Geld ein fantastischer Diener, aber ein entsetzlicher Meister. Und da möchte ich hier dazu lesen, was der Peter Wenz geschrieben hat, als Vorwort. Wir kennen ja alle, ein sehr gesunder, ja, gesegneter Pastor in Stuttgart. Ich liebe es, wenn auf Grundlage des Wortes Gottes über Finanzen gesprochen wird. Denn dadurch wird viel mehr Segen freigesetzt, als Land auf, Land ab bekannt ist. Daniel, das ist Pastor Daniel Exler, hat sich richtig viel Mühe gemacht, die verschiedenen Aspekte von Geld, materiellen Gütern und Haushalterschaft im Alten und Neuen Testament systematisch zusammenzustellen. Ich wünsche jedem Leser viel Inspiration und Motivation, das umzusetzen, was uns Gott in seinem Wort über Geld zu sagen hat. Ich glaube, dass gerade in den herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt leben, dieses Thema eine ganz neue Bedeutung für viele bekommen wird. Ja, also ich kann hundertprozentig mit diesem Vorwort übereinstimmen. Ich möchte euch aber noch vorlesen, was der gute Pastor Daniel Exler als Widmung dieses Buches geschrieben hat. Und das beschreibt ihn. Widmung für den, der mein Leben ist, für den, dem alles gehört. Alles, was ich habe, habe ich von ihm. Alles, was ich bin, bin ich durch ihn. Alles verdanke ich ihm. Für den, den ich ungeteilt liebe, für den ich alles gebe, für den, dem ich bis ans Ende meines Lebens treu dienen werde. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Mein König Jesus. Und wisst ihr, es geht wirklich um die erste Liebe. Und die hat der Pastor Daniel gefunden und lebt sie auch. Und da möchte ich noch da hinten, was er selber noch dazu schreibt. Wisst ihr, Geld ist ein wichtiges Thema. Fast die Hälfte aller Gleichnisse Jesu handeln über die Verantwortung des Menschen für Geld und Finanzen. Jesus ist es äußerst wichtig, dass wir gut und treu mit all dem umgehen, was er uns gibt, damit er uns noch mehr anvertrauen kann. Ich möchte mit diesem Buch deine Augen dafür öffnen, wie wichtig dieses Thema für dich und dein Leben ist und welche Saat du in deinem Leben mit dem Umgang deines Geldes legst. Die Art und Weise, wie du mit diesem Geld umgehst, beeinflusst in vielen Bereichen auch deine Zukunft. Ich will dich ermutigen, dieses Buch mit offenem und prüfendem Herzen zu lesen und dabei immer wieder mit einer betenden Gesinnung vor deinem himmlischen Vater zu treten. Da sind noch ganz viele Widmungen drinnen, diesem Buch von Männern und Frauen Gottes. Aber ich sehe, Geld ist weder ein Segen oder ein Fluch, zwei Extreme. Und das erste Extrem ist dann das Wohlstandsevangelium. Ja, komm zu Jesus und kriegst alles, was du willst. Und das zweite Extrem ist, Geld ist schlecht. Also für mich ist Geld einfach nur ein unwahrscheinlicher Segen. Man kann so viel tun mit Geld und Menschen dienen und helfen. Ich brauche sehr viel Geld, aber Geld ist nicht Nummer eins in meinem Leben. Nummer eins in meinem Leben ist, Entschuldigung, dass ich erkenne, was der Wille Gottes ist. Und wenn ich den Willen Gottes erkenne und das auf die Erde hole, was ich im Himmel sehe, was er will, dann muss ich vertrauen, dass er mir
das bezahlt. Denn was Gott anschafft, das wird er auch bezahlen. Und so, man muss die richtige Einstellung zum Geld haben. Geld ist nicht schlecht, aber es ist ein schlechter Meister, aber ein sehr guter Diener. Und so würde ich euch sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Ich sage euch nur die Kapitel jetzt. Es ist ein Buch über Finanzen, wie ich es noch nie erlebt habe. Im ersten Kapitel, das Geld, Segen oder Fluch. Zwei Extreme, entscheidend ist unser Herz. Das zweite Kapitel, guter Umgang mit Geld, wozu das Geld nützlich ist, warum guter Umgang mit Geld wichtig ist, wie können wir gut mit unserem Geld umgehen, empfangen, verwalten, geben, Finanzen in der Ehe. Dann das dritte Kapitel, treue Verwalterschaft. Was ist ein Verwalter? Wer ist der schlechte Verwalter, der gute Verwalter? Die Folgen treuer Verwalterschaft. Dann Kapitel 4, schlechter Umgang mit Geld. Und zwar geht es da dann eben um einen falschen Fokus, um Unehrlichkeit, um geistliche Unfruchtbarkeit, um Versuchungen, vergängliche Schätze, Habsucht und Geldgier. Dann Kapitel 5, der Zehnte. Der Zehnte ist im Alten Bund, Abraham und Melchisedech, der Zehnte vor dem Alten Bund. Und dann der Zehnte im Neuen Bund. Das müsst ihr lesen. Kapitel 6, Opfergaben. Da haben wir Opfergaben im Alten Bund. Brandopfer, Speise, Trankopfer, Heilsopfer, Sündopfer, Sündopfer, Schuldopfer. Opfergaben im Neuen Bund sind Jesus als Opferlamm. Welche Opfer wir heute bringen können. Kapitel 7, Geben im Neuen Bund. Das sind die göttlichen Prinzipien. Das Prinzip von Saat und Ernte. Gebt, so wird euch gegeben werden. Wer barmherzig ist, empfängt Barmherzigkeit. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Sprechen und Glauben. Gleichnisse und Bildnisse Jesu. Ja, biblische Weisheiten zum Thema Geld. Also ich habe da eine Weisheit entdeckt. Die Bibel sagt, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Gott lässt sich nicht schuldig bleiben. Also das hat mich sehr berührt und ich habe mein ganzes Leben jetzt für die Armen eingesetzt. Und es ist unwahrscheinlich, wie Gott dann segnet. Das Kapitel 8, wahrer Reichtum. Reichtum aus weltlicher Sicht, Reichtum aus biblischer Sicht. Herausforderungen von Armut und Reichtum. Tipps zum Umgang mit Armut und Reichtum. Schätze im Himmel. Kapitel 9, Geldgier, Geiz und Mammon. Kapitel 10, Schulden und Verleihen. Kapitel 11, praktische Tipps im Umgang mit Geld. Kapitel 12, Jesus Christus, unsere Erfüllung. Anhang, meine finanzielle Situation, Einnahmen, fixe Ausgaben und so weiter. Also es ist ein Buch, ich habe noch nie so ein gutes Buch über Finanzen vom Alten Testament her und vom Neuen Testament her gesehen und gelesen. Und ich würde es jedem, aber schon hundertprozentig empfehlen, dieses Buch zu kaufen. Und zwar kannst du es kaufen und dieses Buch wird dir sehr helfen, auch mit deinen Kindern, ihnen die richtigen Grundsätze zu geben. Ja, möchte ich euch nur ein kleines Beispiel sagen. Wir haben jetzt schon das dritte Jahr als Familie, feiern wir Weihnachten in einer besonderen Art und Weise. Wir wissen, dass Gott Vater so sehr die Welt geliebt hat, dass er uns seinen Sohn gegeben hat, der in Bethlehem in einer Krippe zur Welt kam. Und so sammeln wir jetzt schon, wenn ich jetzt wieder hier bin, ich bin ja gerade zurückgekommen von Neuseeland und von Deutschland, wird jedes Kind kriegt eine schöne Schachtel in sein Zimmer und jedes Kind darf die Sachen, die es für Weihnachten an arme Menschen verschenken möchte, da hineintun. Waschen, bügeln, schön zusammenfalten. Und da haben wir jetzt ja noch fast ein halbes Jahr Zeit. Und das ist so eine Freude für jeden. Und dann gehen wir am 24., 25. und 26. Dezember in die allerärmsten Gegenden und verschenken. Wo wir sehen, wie es gebraucht wird. Ja, wir verschenken nicht nur so, sondern es muss gebraucht werden. Und hauptsächlich für die Kinder. Ihr Lieben, lehrt eure Kinder zu geben, bis es wehtut. Meine Mutter hat mich gelehrt, Maria, wenn das Geben nicht wehtut, dann ist es noch nicht richtig ausge... Dann läuft es noch nicht richtig aus.
Und da prüfe ich jetzt immer am allermeisten, ob es wirklich auch weh tut. Aber bitte, kauft euch dieses Buch, verschenkt es auch an so viele Menschen. Jetzt kommt bald einmal Weihnachten. Und ihr werdet sehen, das wird Auswirkungen haben. Es wird Auswirkungen haben. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und so sollen wir uns nicht in Liebe mit Weisheit müssen wir umgehen, ja? Also, Vater, ich bete, dass du jetzt meinen Geschwistern, die dieses YouTube hören, Weisheit gibst von oben, wie sie selbst und wie sie ihren Kindern lernen, wie man mit Geld umgeht. Und dass Geld ein sehr guter Diener ist, und aber ein schlechter Meister. Und dass wir alles, was du uns anvertraut hast, alles, auch unseren Körper, unsere Kleidung, alles, unsere Gärten, unsere Tiere, gut verwalten. Und das, es geht um ein Leben in treuer Verwalterschaft. Amen. Also bitte kauft euch das Buch, bestellt es bei Amazon und kauft euch einmal eines und lest es durch. Und ihr werdet sehen, das Buch wird dein Leben auf eine neue Stufe von Weisheit bringen, von Klarheit. Und du wirst auch eine Botschaft haben in unserer Zeit, wo eben so viele Leute Angst haben, arm zu werden. Wisst ihr, für mich, also es kommen arme Zeiten. Aber arm sind wir nur, wenn wir keine Verbindung zu Gott haben. Er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und so bitte ich euch, dass ihr wegkommt. Wenn wir anfangen, Dinge zu besitzen, dann haben wir eine große Gefahr vor uns. Dann werden wir besessen. Wir dürfen, der Herr sagt es ja, er wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Aber wir müssen ihm glauben, ihm vertrauen und auf ihn schauen. Der Herr segne dich und beschütze dich, bewahre dich und öffne dir dein Herz für die wahre Beziehung des biblischen Umgangs mit Geld, mit Finanzen. Ich vertraue, dass das vielen, besonders jetzt in der jetzigen Zeit, wo alles etwas sehr enger werden wird, dass du da in Frieden bleiben kannst und in der Freude. Wisst ihr, ich bin ja aufgewachsen im Zweiten Weltkrieg noch. Und meine Mutter, ich habe nie einen Tag kein Essen bekommen. Manchmal hat die Mama gesagt in der Früh, heute gehen wir eine gute Gemüsesuppe kochen. Dann ging sie mit einem Körbchen mit uns auf die Wiesen und sie kannte alle Heilkräuter, haben Heilkräuter gesammelt. Und dann gingen wir meistens noch bei irgendeinem Feld von einem Bauern vorbei, der gerade Kartoffel geerntet hatte und vielleicht 5, 6, 7 Kartoffel vergessen hat. Die sind da so rumgelegen. Da sind wir nach Hause gegangen und haben eine unwahrscheinlich gute Kartoffel-Gemüsesuppe gemacht. Ihr Lieben, meine Mutter hat mich gelehrt, zu vertrauen, dass Gott uns nie im Stich lassen wird. Nie im Stich lassen wird. Und ich erkenne immer wieder, wie Gott mir eine Lösung zeigt, auch wenn ich noch so sehr vor der Wand stehe und immer weiter weiß. Aber er hat eine Lösung. Ja? Also noch einmal, Amazon, biblischer Umgang mit Geld. Treue Verwalterschaft. Und ihr könnt auch gerne den Pastor Daniel Exler in Pforzheim, in der Gemeinde Strahlen der Freude, einmal ein nettes Dankeschön schicken für diese Arbeit. Denn das war eine. Das sieht man, wie ein treuer Verwalter auch mit so einem Buch umgeht. Ja? Was man dem Daniel Exler anvertraut, das ist in guten Händen. Ja? Und was man dir anvertraut, wird auch jetzt in gute Hände kommen. Denn Gott will uns als gute Verwalter sehen. Shalom, Shalom.